10 Tage nur noch bis Weihnachten, die Vorfreude steigt, doch vor dem dritten Advent jetzt erstmal noch eine neue Folge Lausitz TV. Hallo hier am Donnerstag. Habt ihr schon das heutige Türchen eures Adventskalenders geöffnet? Was war dahinter? Wahrscheinlich Schokolade. Nicht weniger süß ist der FCE Adventskalender. Jeden Tag gibt es was Neues zu gewinnen, also schaut auf den Social-Media-Kanälen des Vereins vorbei. Geschenke verpacken ist eine Kunst für sich. Da wandert dann schnell mal das ein oder andere Präsent aus Frust in einen Schuhkarton. Die Aktion Weihnachten im Schuhkarton hat aber nichts mit fummeliger Einpackarbeit zu tun, sondern mit Nächstenliebe. Bei der Päckchenaktion werden Geschenke für Kinder in armen Ländern gespendet, verpackt und verschickt. Auch dieses Jahr hat sich die Spremberger Helga Pietkewitsch ehrenamtlich des Projekts gewidmet und nun stolz verkündet, dass ganze 297 Päckchen sowie 500 € Spenden eingegangen sind. Diese wurden dann mit Hilfe anderer Ehrenamtlichen verpackt und vom LKW abgeholt. So senden die Sprembergerinnen und Spremberger frohe Weihnachten in die ganze Welt. Nach all diesen Weihnachtsaussichten braucht es mal ein wenig Abwechslung. Also gehen wir jetzt ab ins Schwimmbad nach Forst, denn dort wird es nächstes Jahr zum großen Showdown kommen. Das beliebte 24-Stunden-Schwimmen kommt zurück. In Cottbus ist es schon lange ein Renner, in Forst steckt es noch in den Kinderschuhen. Erst zum zweiten Mal findet dieses Event nächstes Jahr in der Schwimmhalle in Forst statt. Vom Samstag, dem 13.01. bis Sonntag, dem 14.01. ab 10.10 Uhr können unterschiedliche Teams im Wettbewerb antreten. Innerhalb von 24 Stunden sollen dann möglichst viele Kilometer zurückgelegt werden. Die Teams müssen aus mindestens 5 Personen bestehen und bis spätestens 10. Januar angemeldet werden. Interessierte können sich für die Anmeldung an die Schwimmhalle Forst wenden. Die Startgebühr beträgt für Erwachsene 8 Euro, ermäßigter Preis 7 Euro und für Kinder 6 Euro. Also Badehose nicht vergessen und dann kann auch schon in die 24 Stunden geballte Schwimm-Action eingetaucht werden. Hexe on Tour am Senftenberger See. Wo sich sonst überall Weihnachtsmänner in die Kindereinrichtungen verirren, schickt die neue Bühne Senftenberg eine Hexe zu den Kleinsten. Die Aktion Theaterkarten statt Weihnachtskarten wurde dieses Jahr wiederbelebt. Hier verschenkt die Kreisverwaltung Gutscheine fürs Theater an Kinder und Jugendliche einer Einrichtung der Kinder- und Jugendhilfe. Dieses Jahr konnte sich die Fröbeltagesgruppe am Senftenberger See freuen. Da in der neuen Bühne gerade die kleine Hexe auf dem Programm steht, hat sich die Oberhexe aufgemacht, um die Geschenke selbst zu überbringen. Weiter geht es bei uns nicht im Theater, sondern in der Schule. Wir haben uns ans Niedersorbische Gymnasium begeben. Doch nicht um die Schulbank zu drücken, sondern um uns Firmentipps von den jüngsten, aber auch härtesten Managern der Region zu holen. Mittwoch, dritte Stunde, Basteln bei Herr Kabisch. Buttons, Ketten, Kerzen und Spreewaldtouren sind wohl nicht die ersten Gedanken, wenn man an eine Unterrichtsstunde am Gymnasium denkt. Doch am Niedersorbischen Gymnasium in Cottbus ist das mittlerweile Alltag, denn die Schülerinnen und Schüler der 11. Klasse sind Teil der diesjährigen Schülerfirma. Die Schülerfirma heißt Palitzka, was so viel wie Perle auf Deutsch heißt. Wir haben den Namen gewählt, da wir selber Schmuck herstellen, also Ohrringe, Ketten, Armbänder und dazu auch noch Kerzen. Die bemalen wir nach sorbischer Art und da variieren wir natürlich auch die Muster. Die Schülerinnen und Schüler mussten für die Teilnahme an der Firma einen knallharten Bewerbungsvorgang durchlaufen und mit ihren Qualifikationen überzeugen. Denn das Ziel des Projekts ist es, ein möglichst realistisches Fallbeispiel zu schaffen, bei dem die Jugendlichen dann auch noch etwas für ihre weitere Laufbahn lernen. Es geht aber nicht nur um Bildung. Der selbstgemanagte Verein soll auch finanziell noch etwas abwerfen. Also die Schülerfirma ist grundlegend dafür da, die Wirtschaft näher kennenzulernen. Wir mussten einen eigenen Verein gründen. Man muss natürlich Finanzberichte schreiben, man muss erstmal die Finanzen führen. Wir haben eine Marketinggruppe, die dafür verantwortlich ist, unseren Instagram-Account zu führen. Und generell, unsere Produkte sind wie gesagt Kerzen und der Schmuck. Aber wir haben nebenbei auch Lutki-Tours, die finden am Wochenende und unter der Woche statt. Das sind geführte Fußtouren und Kahntouren, wo wir auch die sorbische Sagenwelt in Burg vermitteln. Und damit tragen wir auch die sorbische Kultur weiter in die Welt hinaus. Und es ist auch einfach gut, diese praktische Art der Wirtschaft kennenzulernen, wenn man den Verein selber gründen muss. Es ist halt sehr praxisbezogen und deswegen haben sich eigentlich alle hier im Seminarkurs für die Schülerfirma beworben, damit wir das einfach für die spätere Arbeit und unseren Job haben. Neben dem Kennenlernen von wirtschaftlichen Vorgängen nutzen die Mitglieder der Schülerfirma ihre Projekte, um den eigenen Abiball zu finanzieren.
Denn dieser soll schließlich nicht so schnell vergessen werden und das braucht eine gefüllte Klassenkasse. Bis es soweit ist, müssen die Schülerinnen und Schüler der 11. Klasse allerdings noch etwas Geduld haben und weiterhin ihre Firma gut vermarkten. Niemand kann einen Krieg gewinnen, denn jedes Opfer ist ein Verlust. Was hier klingt wie die unsterblichen Worte eines gefeierten Dichters oder Denkers, kommt eigentlich von den Average Victims. Die Band lädt gemeinsam mit dem Quasimono und der Band Arales zum Benefizkonzert Rock Against War ein. Am Samstag um 20 Uhr geht es los mit dem Dark Rock der Average Victims und im Anschluss übernimmt die Metalband Arales. Deren Sängerin hat armenische Wurzeln und so werden alle Eintrittsgelder des Abends zu Spenden für vertriebene Armenier aus Arzak. Der Eintritt an der Abendkasse kostet nur 7 Euro. Ein kleiner Preis für gute Musik und einen noch besseren Zweck. Der Advent ist nicht nur Weihnachtsmarkt, Plätzchen und das alljährliche Geschenkeshoppen. Er ist auch die Zeit der Krippenspiele. Irgendwann hat jede und jeder mal eines gesehen. Um die bekannte Geschichte geht es auch in der heutigen Ausgabe Augenblick mal, wenn auch ganz anders, als man sie kennt. Dam, 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 da. Und zack. Der Engel des Herrn und die himmlischen Herrscharen stehen mitten bei den Hirten auf dem Felde. So trägt es sich zumindest in meinem Kopf zu, dank Johann Sebastian Bach. Gleißendes Licht, Trompeten und Posaunen. Stellen wir uns für einen Augenblick mal vor, die Engel hätten ihre Botschaft als Weihnachtswerbung verpackt. Na, was täte ihrem Leben in dieser Zeit dringend Not? Richtig. Der ultimative, alles verändernde, ihren Alltag über den Haufen werfende Krippenmoment. Sie wollten sich schon lange mal von ihrer mühevollen Arbeit auf dem Felde bei den Hürden eine Pause gönnen? Sehr gut, denn mit Krippenmoment bekommt ihre Work-Life-Balance endlich einen Sinn. Machen Sie Ihren Beruf zur Berufung. Mit Krippenmoment werden sich die Menschen auf den Gassen und in den Häusern wundern und über Ihre Rede und Sie werden in aller Munde sein. Sie denken, wir übertreiben? Wir haben 100 Probanden gefragt, was Krippenmoment in ihrem Leben bewirkt hat. Hören Sie selbst. Seitdem ich Krippenmoment in meinem Leben habe, ist meine Beziehung zu Gott völlig neu. Ich bin umgekehrt und lobe und preise Gott. Als die Hirten mit Krippenmoment zu mir in den Stall kamen, dachte ich nur, diese Worte bewahre und bewege ich in meinem Herzen. Seitdem die Kollegen Krippenmoment für sich entdeckt haben, ist unsere Welt eine andere geworden. Schauen Sie doch mal. Jauchzet, frohlocket. Sie wollen auch in 2000 Jahren und darüber hinaus noch Mode sein bei den Menschen und bei Gott? Dann bestellen Sie jetzt zum eingeborenen Sonderpreis Krippenmoment unter Lukas 2, 1-20. Wenn Sie noch innerhalb der nächsten Volkszählung anrufen, liefern wir Ihnen gleich noch Frieden auf Erden gratis mit dazu. Also, zögern Sie nicht, bestellen Sie Krippenmoment. Lieferzeit kann bis zu 9 Monate dauern, Aktionsangebote nur einlösbar mit allen Verheißungen der Menschen seines Wohlgefallens. Zu Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie Ihren Engel oder Statthalter. Greifen Sie zu. Der Vorrat reicht. Fröhliche Weihnachten und eine gesegnete Adventszeit. Dam, 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 da. Damit war es das dann auch schon wieder mit der heutigen Sendung. Bevor es jetzt bei uns mit der Werbung weitergeht, solltet ihr aber noch dranbleiben, denn der Weihnachtsmarkt in Cottbus verzaubert nicht nur die Bürgerinnen und Bürger der Stadt, sondern auch die Mitarbeitenden von Lausitz TV. Zwei von denen haben sich mal auf den Weg gemacht, den Weihnachtsmarkt zu testen, Glühwein zu kosten und das ein oder andere Lied wurde dann auch noch getrellert. Also bleibt dran. Vorher sage ich aber tschüss, schaltet gerne auch morgen wieder ein. Bis dahin. Du, Christian, der Weihnachtsmarkt hat eröffnet. Du weißt, was das heißt. Ja, erstens, mein zweites Zuhause jetzt zu Weihnachten. Und weißt du, was das auf jeden Fall heißt? Glühwein trinken und der große Lausitz TV Weihnachtsmarkt-Test. Komm, ich lade dich ein.
Christian, Prosit. Zum Stößchen. Auf den Glühwein. So. Ich fühle mich trotzdem möglichst beobachtet, wenn ihr dann mit der Kamera da vorwedelt. Alter, ich muss sagen, dass... Ich finde das tatsächlich immer noch ein bisschen... Weil jeder Stand hat ja immer so die eigene Gewürzmischung, was sie auch in den Glühwein reinmachen. Fragst du dich manchmal, was das so ist? Nee. Es ist ja immer, wenn du über Weihnachtsmarkt gehst, ist dieser Geruch so dieser Glühwein und Knoblauch in rauen Mengen. Das ist auf jeden Fall, ja. So, moin moin. Nehmen wir zwei Klassiker bitte. So Christian, der zweite Glühwein wird sich eingeholfen. Weißt du, was das bedeutet? Das, was wir Glühwein schon haben, ja. Nee, ich habe tatsächlich eine kleine Überraschung. Ach, weil was? Unsere Wichtelchen im Sender, oh Gott, die haben mir was mitgegeben. Das kann ja drei nicht Gutes Briefumschläge. Sein. Ja, das ist ganz schlimm wahrscheinlich. Die haben mir gesagt, da drin sind Aufgaben, die wir erledigen sollen. Schön, und es hieß übrigens nur, komm, wir treffen uns auf dem Weihnachtsmarkt, ne, machen einen kleinen Test und trinken Glühwein. Das war mein Lockmittel an So, wir haben den ersten Umschlag. Challenge. Challenge. Sing mit mir. Welcher Weihnachtssong ist der beste? Lass die Cottbusserinnen und Cottbusser trällern. So viele wie möglich. Zeit haben wir 5 Minuten jeweils. Das heißt, wir lassen die Cottbusserinnen und Cottbusser singen, oder was? Das heißt, wir gehen rum und bitten die Cottbusserinnen für uns, ihren liebsten Weihnachtssong zu trällern. Willst du loslegen oder soll ich? Fang du an. Okay, dann Stößchen, ich mach mich los. Prost. Stößchen, na dann. Um Gottes Willen. Zeit läuft, okay. Hi, Entschuldigung, Lausitz TV. Was ist euer liebstes Weihnachtslied? Oh, Frosi ist einfach nochmal abgebissen, damit sie ja nicht mit uns reden muss. Jetzt hat sie sie ans Messer geliefert. Beste Weihnachtslied. Last Christmas. Okay, kannst du mir einen Refrain einmal ansingen, bitte? Last Christmas, I give you my heart. Oh, das reicht mir schon. Super, top, danke schön. Schönen Abend noch. So, meine 5 Minuten laufen. Ich muss mal gucken, dass ich hier irgendwelche Leute hinkriege. Hi, sorry, Lausitz TV. Was ist denn das beste Weihnachtslied? Oh, irgendein Klassiker habt ihr, den ihr besonders gut findet, oder? Nee. Hallöchen, Lausitz TV, der Christian. Was ist denn euer liebstes Weihnachtslied? Gibt's da irgendeins? O Tannenbaum. O Tannenbaum. Wollen wir es mal zusammen singen? O Tannenbaum. O Tannenbaum. Wie grün sind deine Blätter. Du grünst dich nur zur Sommerzeit. Nein, auch im Winter, wenn es schneit. Wunderbar. Na, da kann... Lausitz TV, was ist denn das beste Weihnachtslied? Sind die Lichter angezündet? Okay, kannst du mir ein kleines Stückchen vorsingen? Sind die Lichter angezündet, Freude zieht in jeden Raum. Okay, Preis für die beste Singstimme ist vergeben. Hallöchen, was ist denn euer liebstes Weihnachtslied? Habt ihr da irgendwas Schönes? Last Christmas. Last Christmas? Ja, yeah. Wollen wir es mal singen? Nee. Last Christmas again. Ich kann kein Englisch. You gave it away. This year, to save me from tears, you gave to someone special. Na wunderbar, läuft doch. Lasst euch schmecken. Ja Mensch, das klingt ja schon mal vielversprechend. Weiter geht's. Hi, Lausitz TV, was ist denn das beste Weihnachtslied? Hallöchen, der Christian von Lausitz TV. Was ist denn euer liebstes Weihnachtslied? Krankgeschrieben. Dann auf jeden Fall nicht. Habt ihr ein schönes Weihnachtslied? Ich kann nicht singen. Du kannst nicht singen? Gar nicht. Kannst du vielleicht Heilige Nacht, Stille Nacht singen? Nee, ich nehme mich auch nicht. Oh, du Fröhliche. Hallöchen, der Christian von Lausitz TV. Ich sehe, die Tassen sind schon leer. Aber habt ihr trotzdem ein liebstes Weihnachtslied? O Tannenbaum. O Tannenbaum, ja, ne? O Tannenbaum, O Tannenbaum. Wie grün sind deine Blätter? Richtig, wunderbar. Wir machen mal einen Rap draus. Ja, da können wir auch O Tannenbaum, O Tannenbaum. Ich kann ja nicht rappen, aber. Ja, gut, man könnte auch einen Rap draus machen, nicht? Also, das ist natürlich zwar auch schlecht, aber mit O Tannenbaum, O Tannenbaum. Aber kriegen wir hin irgendwie. Ja, Stille Nacht. Stille Nacht. Das weiß ich, hier sowas in der Art, ne? Das ist typisch Weihnachten. Stille Nacht, kannst du mir da mal einen kleinen Ton zugeben? So ein bisschen ansingen für mich? Das schaffst du, komm. Ist schon ein bisschen peinlich. Stille Nacht, heilige Nacht. Last Christmas. Last Christmas, habe ich schon oft gehört heute, aber wollen wir es trotzdem mal anstimmen? Ey, bisher läuft super, die Cottbusserinnen und Cottbusser, die Singstimmen, sage ich euch, ist ein Geheimtipp. Last Christmas, I gave you my heart, but the very next day, you gave it away. This year, to save me from tears, I'm to someone special. Okay, weiter kann ich nicht. Klasse, Jungs, das reicht mir schon. Wunderbar.
Jawohl, okay, was ist das beste Weihnachtslied? Last Christmas. Last Christmas? Gut, aber dann alle zusammen. Ah, hast du denn ein Lieblingsweihnachtslied? Ich? Ja. Heilige Nacht. Heilige Nacht. Wollen wir es mal zusammen singen? Nein. Last Christmas, I give you my heart, but the very next day, you give it away. Super! Sehr schön. Danke euch und eine schöne Zeit noch. Und ich brauche gar nicht mehr Zeit, weil ich habe eh schon gewonnen mit den Talenten. Versuch das zu toppen. Also ich weiß nicht, wie es bei Julian lief. Ich persönlich bin zufrieden mit meiner Ausbeute, aber da er es so hoch angegeben hat, bin ich mal gespannt, wie es bei ihm gelaufen ist. Gleich kann er mir mal die ehrliche Antwort geben. Wo bleibt er denn? Wie immer zu spät, das Lausitz-TV-Pack, ey. Ach, da ist er ja. Hast du dich schon ausgeruht, ja? Ja, ich hab mal ein bisschen die Seele baumeln lassen. Sag mal so, ich bin ja zwei Glühwein voraus jetzt. Das ist schön, aber ich bin sehr überrascht. Also bei mir haben sie gesungen und geschmettert, du. Das ist der Wahnsinn. Dieter Bohlen wäre stolz drauf. Dieter Bohlen wäre stolz. Hey, ich habe das Gefühl, du flunkerst mich an. Aber ich würde sagen, ich sehe, dein Becher geht auch langsam zu eigen. Ja, ja, ja. Schluck aus und dann suchen wir uns erstmal was Neues zum Anwärmen. Da bin ich auf jeden Fall dabei. Da bin ich dabei. Stoßen zum Ende. So, habe ich schon wieder Ton? Ja, ich habe schon wieder Ton. Hier kann ich gleich, weil ich habe hier Stempelkarte. Da ist er wieder. Christian hat schon gesagt, er muss jetzt hier. Heute zwar mit Arbeit. Jetzt hatten wir gerade so einen schönen Spekulatius, Christian. Ja. Ich muss mich jetzt mal outen. Spekulatius, der muss 2 Tage offen liegen, dass er so richtig schön weich wird. Weiß ich jetzt nicht, aber egal, Hauptsache er schmeckt. Ja, gut. Dann ist übrigens stehen wir gerade hier an meiner Lieblingsglühweinbude, das muss ich mal gerade sagen. Oh. Spärlichs Glühweinscheune. Und Glühwein von Unmass, also gibt es Haufen Kreationen und vor allem auch so einen leckeren Schnaps, den ich nur zu empfehlen kann. Also na, ich habe da drüben auch schon den Chef gesehen. Oh, da kommt er schon an. Ist er schon, Markus? Da ist er schon. Hi. So, was, du nimmst den Spießer? Wir nehmen den Spießer und stoßen mit dem Spießer an. Okay, ja. Auf Gesundheit. Auf Gesundheit. Das Einzige, das was wir uns nicht borgen können. Alles andere können wir uns borgen, Gesundheit nicht. Das stimmt, da hast du recht. Prost. Prost. Und, so gut wie immer? Wie immer. Gleiche Qualität seit über 20 Jahren hier in Cottbus. Okay, aber wir haben ja noch einen Zettel übrig. Och nein. Doch, oh. Diesmal musst du aber mich ziehen lassen. Ich muss dich ziehen lassen. Ja. Dann hätte ich dich. Wobei ich ja sagen muss, das mit dem Singen fand ich, hat gut geklappt. Also, so, dann okay, links oder rechts. Unten, oben, ja, im Zweifel. Nehmen wir den hier mal. So, warte. Kannst du mal ganz kurz griffeln? Ja, selbstverständlich, ja, da fliegt mir schon der Umschlag weg. Schmeiß mit dem Bus. So, der dritte Glühwein. Zu viel für den alten Herrn. So. Ja, du musst entscheiden, entweder Glühweintasse oder Umschlag. Da wähle ich den Umschlag, der runterfällt. So. Oh mein Gott. Oh Gott, wenn er schon sagt, oh mein Gott, oh Gott. Challenge Fotoalbum zu Weihnachten. Nein. Wie voll wird euer Fotoalbum dieses Jahr? Meins ist voll, da geht nichts mehr rein, da geht nichts mehr rein. Nein, da geht nichts mehr rein. Nein, ich ahne Schlimmes, ich ahne wirklich Schlimmes. Ey. Macht oh, so viele Selfies mit Weihnachtsmarktenthusiasten, wie ihr nur könnt. Und diesmal musst du anfangen. Nein. Ich habe letztes Mal losgelegt, ich heb den gleich auf, alles gut. Ich schicke dich erstmal auf die Reise, Christian. Kann ich lieber den Umschlag hier wählen? Nee, Christian. Viel Spaß dabei. Ja. Na dann, hol's Handy raus. Ja. Kann ich eigentlich noch sagen, dass Handykamera kaputt ist oder irgendwas? Akku leer? Oh Mann. Ich frage mich eigentlich gerade, was passiert, wenn ich einfach die 5 Minuten hier lang laufe. Habe ich zwar verloren, aber ist mir auch egal. Hi, Lausitz TV. Ich wurde losgeschickt, um Selfies mit Fremden zu machen auf dem Weihnachtsmarkt. Darf ich mit euch einfach mal ein Selfie machen? Können wir machen? Na dann. Aber komm mal her. Mal an, gut. 5. Hallöchen, der Christian von Lausitz TV. Ich bräuchte mal eure Hilfe. Ich muss eine Challenge hier auf dem Weihnachtsmarkt machen. Ich muss Selfies machen mit irgendwelchen Leuten. Wäre cool, wenn ihr mir helfen würdet, genau. Dann. Schon wenn es mir noch so schlecht ist. So. Hi! Kollegen, Lausitz TV, darf ich mit euch mal schnell ein Selfie machen? Der Dude, wenn das jemand sieht, oh Gott, das ist ja. Ja, komm, zusammen, wir beide. Komm, ein schönes. So, wir gehen mal dahin, wo sie vielleicht nicht wegrennen können, an irgendeinen Stand.
Hallöchen, der Christian von Lausitz TV. Ich muss gerade eine Challenge auf dem Weihnachtsmarkt machen und... Oh, nee, danke. Gut, dann lasst es euch gut gehen, dann lasst es euch schmecken. War ein Versuch wert. Hi, Lausitz TV, sorry, dass ich euch störe. Ich wurde losgeschickt, um mit den Leuten mit den schönsten Mützen Fotos zu machen. Ja. Darf ich mit ihm einfach mal kurz ein Foto machen? Ja, okay. Na dann. Oh, warte. Oh, die Haare richten, ne? Ja. Aber ich meine, ich hab schon mal eins, das muss Julian erst mal schaffen. Ne? Also. Aber klar, dann rutschen wir mal ein bisschen zusammen. Komm, wir machen ein Selfie zusammen. Und lächeln. Na komm, einmal lächeln. Das muss Julian erst mal schaffen. Ne? Also. Stille Nacht. Ich mach den Christian richtig fertig. Guck mal, wie kann ein das... ich denk grad laut. Der Trick ist Lügen fürs Fernsehen. Funktioniert immer, glaub mir. Ich wurde losgeschickt, um mit den wunderschönsten jungen Männern des Weihnachtsmarktes Fotos zu machen. Dürfte ich mit euch beiden mal ein Selfie machen? Hallöchen, dürft ihr mal ganz kurz stören? Der Christian von Lausitz TV. Ich muss gerade eine Challenge machen und Leute anquatschen, mit mir ein Selfie machen. Hättet ihr dazu Lust? Das wäre gut. Dann dreht euch einfach mal um. Selfie, yes, yes. Very good. Thanks. Ja, zweite. Dürfte ich mit, also du kannst auch gerne drauf, aber dürfte ich mit deinem Pokémon ein Foto machen? Ja, natürlich. Na dann los. Sind wir alle oben? Ich bin so schlecht in Selfies, das ist so schlecht. Ja. Zeit ist vorbei, aber wisst ihr was? Ich brauche auch gar nicht mehr Zeit. Den Christian, den schlage ich auch ganz so. Also, ich sehe nicht, wie du eine Chance gegen mich haben sollst. Erstmal 5 Minuten sind alle, oder sind vorbei. Glühwein ist auch leer. Tut mir leid. Ich muss mal wieder Zeit verzeihen. So, sag mal, wie lieb's? Tatsächlich hätte ich nicht gedacht, also ihr wisst das ja vielleicht nicht, aber sonst, wenn man so Umfragen macht oder sowas, Leute zum Reden zu kriegen, ist nicht so leicht. Ja. Aber heute, alle hatten Bock mitzumachen. Hatte ich auch das Gefühl, die waren alle locker drauf, alle cool, alle gute Stimmung. Das fand ich schon mal super. Ist das für dich auch so ein Fazit für den Weihnachtsmarkt allgemein? Muss ich definitiv sagen. Also alle Leute sind ja echt super drauf. Man kommt, egal ob man sie kennt oder nicht, super ins Gespräch. Du kannst richtig gute Laune mit denen verbreiten, hast richtig Bock mit denen was zu machen, ja. Das finde ich auch. Also für mich ist jetzt erst das zweite Jahr hier auf dem Weihnachtsmarkt, aber es ist wirklich alle Leute super lieb, auch so, dass man schwatzen kann und auch mal Schnäpperkett trinken kann. Richtig, ja. Ja, gut. Ich lasse jetzt hier nochmal die Luft raus, würde ich sagen. Was sind deine Pläne noch für den restlichen Abend? Ich würde sagen, ich lade dich trotzdem nochmal ein, weil ich weiß ja immer noch, wie es ausging. Vielleicht bereue ich es. Und auf jeden Fall kann ich sagen, Leute, kommt auf den Weihnachtsmarkt und genießt wirklich diese wunderbare Zeit hier in Cottbus. Ja, kann ich auch nur hinzusagen. Kommt vorbei, genießt es, habt eine schöne Zeit. Prost!
Piatto. Frisch, mediterran und lecker. Die Geschenkidee zu Weihnachten. Ein Gutschein von Piatto direkt am Altmarkt. Exklusivität bei Fiedermann in Cottbus. Bestimmt haben Sie Ihren nächsten Urlaub geplant. Auch an Ihre Rente und an die Zukunft Ihrer Kinder haben Sie gedacht. Haben Sie wirklich alles geregelt? Was passiert mit Ihnen, wenn Ihr Leben plötzlich vorbei ist? Sind alle letzten Entscheidungen in Ihrem Sinne getroffen? Sind Ihre Angehörigen und ist Ihre Beerdigung finanziell abgesichert? Sprechen Sie mit uns über Ihre Bestattungsvorsorge. Ihr Bestattungs- und Vorsorgepartner in Cottbus. Wolfram Bestattungen, Weinbergstraße 3. Telefon 42 18 18. Jederzeit. Vorweihnachtszeit bei Expert. Das ist schon was Besonderes. Man will ja auch, dass die Leute das passende Geschenk zu Weihnachten kriegen. Vor welchem Gerät steht mein Mann denn immer? Komm mal mit. Also so langsam fühle ich mich ja selbst schon ein bisschen wie der Weihnachtsmann.
Und warum bist du hier? Ich nur so. Ich hab ja alle Geschenke. Na klar habe ich schon ein Weihnachtsgeschenk für Jenny. Hab ich nicht. Hilf mir. Viele Kunden kenne ich. Sind halt Nachbarn und so. Ich hab was für Jenny. Na dann, frohe Weihnachten. Und viel Freude beim Schenken. Wünschen euch eure Techniknachbarn. Ich berate Sie gern. Ich bin Chris, Ihre Techniknachbarin. Ihre Hauptuntersuchung ist fällig? Sie wurden schuldlos in einen Unfall verwickelt und suchen einen Schadengutachter Ihrer Wahl? Dann gleich zur DEKRA Cottbus, egal ob mit oder ohne Termin. Entweder beim neuen DEKRA Prüfwürfel an der Jet-Tankstelle Lipetzka Straße 8 oder im Gewerbeweg 7. Nutzen Sie auch die Online-Terminvereinbarung unkompliziert und schnell. DEKRA in cottbus.de oder telefonisch unter 0355 87 73 0. Küchengeißler, das Lieblingsküchenstudio der Lausitz. Mein Herz schlägt fürs Sana Herzzentrum Cottbus, da ich seit 13 Jahren am Herzen arbeite. Ich bin mit meiner Familie nach Cottbus gekommen,
und habe hier im Herzzentrum angefangen vor einem Monat. Ich bin gespannt auf die neuen Herausforderungen und freue mich auf mein neues Team. Sana Herzzentrum Cottbus. Dein Job im Lausitzer Aufbruch.